Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Video von Assassin's Creed Odyssey. Und bevor das Video erst richtig startet, frohe Weihnachten und dieses Video ist mein Weihnachtsgeschenk an euch. Wir machen heute mit den Vorprüfungen weiter. Ja, besser gesagt, fangen wir an. Und rennen erstmal durch die Leute hier durch. Batz. Frohe Weihnachten, Leute! Frohe Weihnachten! Hey, frohe Weihnachten! Wie wär's mit ein bisschen Schnee? Also, das wäre geil gewesen, wenn wir so ein Winterdesign gemacht hätten von der Karte. Ich warne dich, du solltest besser bezahlen, um diese Prüfung zu bestehen. Die Vorprüfung der Ausdauer fordert mehr Todesopfer als all die anderen Prüfungen zusammen. Waren die anderen vor dem Sprung betrunken? Ehrlich gesagt, ja. Sehr unprofessionell von ihnen. Solltest du den Heldensprung überleben, musst du das Prüfungsabzeichen aus einer... Also, ich hatte kurz pausiert, weil ich auf die Taste gekommen bin. Entweder ich soll bezahlen, um die Prüfung zu schaffen, oder ich mache die Prüfung. Dein Abzeichen gehört mir. Nein, bitte. Ich warne dich, bezahle für mein Abzeichen. Die Gefahren, denen du dich sonst unter Wasser stellen müsstest, sind einfach zu groß. Nein. Ich mach das. Du kriegst keine Drachme von mir. Ich mache die Prüfung. Wenn du unbedingt einen qualvollen Tod unter Wasser erleiden willst, wer bin ich, dass ich dich aufhalte? Denk dran, du findest das Abzeichen in einer Truhe am Grund des Sees. Geil. Für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass du überleben solltest, werde ich am Ufer auf dich warten. Okay. Was hat Schwimmen damit zu tun, meine Fähigkeiten für den Kampf gegen den Minotaur? Klingt nach einer Menge Ärger für ein Abzeichen. Dann muss ich mich wohl nass machen. Badestunde. Das sind auch noch drei. So, einer ist down. Boah, und ja, die machen echt scheiße viel Schaden. Was haben wir da? Komm schon. So, down. So, jetzt brauche ich frische Luft. So. Frische Luft. So. Muss dahin. Danach habe ich gesucht. Da. Da habe ich zumindest was. Da. Ich hab's. Ja. Geil. Aber ich würde aber gerne noch weiter. Okay, das war's. Mann, war die easy. Aber jetzt soll ich mich echt mal beeilen, an die frische Luft zu kommen. Ja, ich mach ja schon. Langsam wird echt kritisch. Puh. So, wo ist die Olga? Ich würde mir sehr echt gern mal reden, wie einfach die Prüfung war. Verlier dein Abzeichen nicht, Held. Und falls du es doch tust, mache ich dir ein fantastisches Angebot für einen Ersatz. Ja, das sind solche arroganten Diebe. Also, Leute, das kann doch nicht, wenn ihr ernst sein. Aber was, Bewegung! Ja, beweg dich mal, wenn ihr ernst sein.
1500 zu verlangen, das Abzeichen zu verkaufen. 1500. Ich meine, ich hätte mir easy leisten können. Aber ich habe einfach keinen Bock. Ja. Warum musste ich... Was haben Sie jetzt schon wieder ausgefressen? Ihre Mutter wird mich dem verdammten Minotaurus vorwerfen. Das muss die Vorprüfung der Präzision sein. Hm? Oh, ja. Das ist die Vorprüfung der... Wo genau sind meine verfluchten Söhne? Deine Söhne. Das klingt nicht nach einer Prüfung. Hast du schon mal Söhne erzogen? Das ist die schwerste Prüfung von allen. Nur wenn du die weltberühmte, äußerst legitime Vorprüfung der Wo genau sind meine Söhne abschließt, kannst du fortfahren und schließlich auf den Minotaurus treffen. Also, wenn ich deine Söhne finde und sicher zurückbringe, bekomme ich dein Prüfungsabzeichen? Du bekommst mein Abzeichen und meine ewige Dankbarkeit. Ja, so, ich musste kurz Nase putzen. In was für ein Schlamassel deine Söhne auch gestolpert sind. Ich finde sie und hole sie da raus. Meist verstecken sie sich in den Feldern hinter mir. Ich rate dir, bereite dich geistig und moralisch darauf vor, denn das ist deine bisher schwerste Prüfung, tapferer Krieger. Wenn ich deine Söhne finden soll, muss ich mehr über sie wissen. Drei kleine Rotznasen. Wunderbar, bildhübsch, aber trotzdem Rotznasen. Sie hören nicht auf mich. Aber vielleicht hören sie auf dich? Nö. Du sagtest, deine Söhne könnten auf dem Feld sein, aber ich brauche schon etwas mehr. Sie toben überall. Gebäude, Türme, im Korn. Oh, im Korn! Es ist genauso hoch wie meine Söhne. Und damit das perfekte Versteck für sie. Und sie hören nie, wenn ich sie rufe. Auf mich werden sie hören. Nicht. Keine Angst. Ich bringe deine Söhne sicher nach Hause. Du musst sie alle drei finden. Und beeile dich. Meine Frau wird nicht lange glauben, dass die Burschen am Tempel sind, um zu beten. Ist das eine scheiß Ausrede? Als ob. Das sind jetzt aber nur zwei. Gefunden. Da ist er. Da ist er. Ja, ganz easy. Mich findest du nie. Geh heim zu deinem Vater und tu, was er sagt. Sonst sag ich dem Minotaurus, wo du wohnst. Aber... Ich hasse dich, Söldner. Hopp. Tschüss, Nummer 1. Hilfe, bitte helft mir. Ich sitze hier oben fest. Ah, da ist das Ziel. Zack. Ich hasse doch die Schweine. Alter. Danke. Du bist sicher. Geh heim. Und hör auf deinen Vater, wenn er dich ruft. Ja, Söldner. Tut mir leid. Ich muss noch die anderen Söhne des Prüfungsmeisters finden. Der verglückt sich, glaube ich, gerade. Nicht fest. Du kannst jetzt gehen. Ich bin gar nicht hier. Oh Gott. Alter, wie soll ich den denn da rausbekommen? Was du kaputt gemacht hast, war ziemlich teuer. Deswegen würde ich meinen Pater wahrscheinlich umbringen. Pass bloß auf. Bestimmt. Geh heim. Jetzt.
Das war der letzte der Racker. Und jetzt zurück zum Prüfungsmeister. Nummer 3. Meine Söhne, du hast sie zurückgebracht. Du hattest recht. Es sind kleine Scheißer. Unglaublich, dass sie auf dich gehört haben. Betrachte die Vorprüfung der Wo genau sind meine Söhne als abgeschlossen. Von all meinen glorreichen Siegen wird man sich an diesen am längsten erinnern. Ich brauche alle Prüfungsabzeichen. Schere, schwächlicher Herausforderer. Du willst deine mickrige Gestalt in meiner Vorprüfung der Stärke zerschmettern lassen, ja? Meine mickrige Gestalt ist vielleicht schwerer zu zerschmettern, als du denkst. Wie tapfer. So zu tun, als hättest du eine Chance gegen einen so starken und hübschen Krieger wie mich. Wir können um das Abzeichen kämpfen, ja. Aber vielleicht möchtest du unzerschmettert bleiben und mein Abzeichen kaufen, ja? Nein, wir kämpfen. Nein, wir kämpfen. Bist du sicher, dass du nicht lieber deine glänzenden Drachmen ausgeben? Wir kämpfen. Dann lass das Zerschmettern beginnen. Press. Das Abzeichen kaufen soll. Der Preis war gut. Jetzt zahlst du einen neuen Preis. Dein Leben. Mit deinen Knochen pick ich mir den Rest von dir aus den Zähnen. Boah, Alter, was hast du für einen Angriff? Mann, war das einfach. Was fühle ich denn da? Was ist das? Die Schande der Niederlage. So fühlt sich das an? Gewinnen ist besser. Ja. Das Abzeichen der Stärke gehört dir. Einen wundervollen Tag noch und schlag mich bitte nicht nochmal. Ich habe so. Ein Abzeichen. Dann sollte ich jetzt lieber zurück zu Leandros ins Kriegergrab. Mann, ich möchte ihn doch nur schlagen. Den Weg frei! Ich heuere Seeleute an und ich zahle besser als jeder andere. Pedasus. So, komm her. Komm. Ich habe alle Abzeichen zusammen. Keine Spiele mehr oder Tricks, um an meine Drachmen zu... Es wird Zeit für den Minotauros. Kein Problem. Wirklich, kein Problem. Ja, doch zuerst möchtest du nicht dein fein gearbeitetes Prüfungsandenken zurückkaufen? Dieses Angebot gilt bis... Bei den Göttern! Vielleicht als Geschenk für die Lieben? Nein. Keine weitere Drachme. Oh, aber Held, sicher hättest du doch gern etwas, um dich an die Vorprüfungen von Pevki zu erinnern? Oh, tut mir leid. Nun musst du dich der Hauptattraktion stellen. Endlich. Minotaurus. Bist du bereit für deinen Untergang? Ja. Herr mit dem Minotaurus. Wenn ich mir die Vorprüfungen so ansehe, dann ja, ich bin bereit. Hervorragend. Toll. Ich will, dass ihr den Minotaurus besiegt. Du findest die Bestie tief in der Höhle der Mutigen, auf der Dikte-Hochebene. Zwei weitere Krieger haben gerade die Vorprüfungen bestanden. Sprich mit ihnen, um mehr zu erfahren. Sie gehen mit dir, wenn du bereit bist, einen grausamen Tod zu sterben. Ja, bin ich. Du bist einen weiten Weg gegangen. Komm mit uns. Nein. Ich habe Wichtiges zu erledigen. Keramikunterricht und so weiter. Also... Dem traue ich kein Wort, Alter. Ah, 15.300 extra LP. Der ist so ein scheiß Dummschwätzer, Alter. Und ihr werdet dann wohl die Krieger sein. Sieh mal, Bruder! Das letzte Mitglied unserer Minotauros-Jagdgesellschaft ist da! Oh Gott! Wenn die Bestie unsere geballte Macht sieht, wird sie vor Angst aufmuhen! Ruhen die denn überhaupt? Wenn es euch recht ist, würde ich gern den tödlichen Hieb ausführen.
Oder können wir das zumindest hinterher behaupten? Ich bin bereit, mich auf hat eine entscheidende Rolle beim Erteilen des tödlichen Schlags gespielt, runterhandeln zu lassen. Der Minotauros ist eine mythische Kreatur. Nur jemand, der ebenso mythisch ist, kann ihn erlegen. Du sprichst doch von mir, oder? Nein. Die einzigen Mythen, die dich umgeben, sind die, für deren Geheimhaltung Pater gezahlt hat. Was kann da schon schiefgehen? Ja. Sollen wir denn reiten? Oh Gott. Erlegen wir den Minotaur. Das sind doch die Ersten, Laut die Leandros wegrennen, lebt er in der Höhle der Mutigen auf der Dikte-Hochebene. Lasset die Minoturniere beginnen! Wenn der Minotaurus Menschen ist und neben den Bewohnern von Pethki... Phobos! Warum leben sie dann noch? Los, Phobos! Alter, da wartet gar nichts. Oh Gott. Was auch da unten wartet, muss ein Monster sein. Dauert gar nichts. Oh, Doc? Nein. Oh Gott! Ich bin der Minotaurus! Was? Lass dein Hab und Gut fallen und flieh in Furcht. Lass deine Drachmen hier und du wirst verschont. Sonst stirbst du unter meinen Hufen. Ach du Scheiße. Fürchte mein Muhen. Schon Angst? Ihr Malaches, ich steche auf euch ein, bis mir jemand sagt, was hier eigentlich gespielt wird. Alter, was ist das für ein Scheiß? Ich wurde dazu gezwungen. Ich sagte. Ach, was soll's? Hallo. Sag mir, was hier gespielt wird, oder ich schlitz dich auf und nimm diese verdammte Maske ab! Leandros? Ich sagte doch, nichts ist, wie es scheint in Pevki. Ich würde mich freuen, alle Ausgaben, die während... Bitte, es geht um meine Tochter Amara. Maskierte Männer halten sie tief in den Schluchten der Dikte-Hochebene gefangen. Maskierte Männer? Was für Masken? Weiß wie Marmor und Blut läuft aus ihren Augen. Unheimlich. Oh Gott, der Kult. Sie kontrollieren alles in Pevki und locken Helden mit dem Versprechen auf Ruhm für das Erlegen des Minotaurus her. Nur, um sie dann hier im Dunkeln in einen Hinterhalt zu locken. Wenn ich nicht tue, was sie sagen, stirbt Amara. Wenn ich die Maske abnehme oder es meiner Frau sage oder um Hilfe bitte, stirbt sie. Erzähl mir von deiner Tochter. Amara, der Klang ihres Lachens ist wie ein Sonnenstrahl auf meiner Haut. Sie ist reinste Freude. Eines Nachts entrissen mir die Maskierten diese Freude. Sie brauchten meine silberne Zunge, um reiche Krieger zu den Prüfungen zu locken. Durch Amara hatten sie die Macht, mich zu kontrollieren. Du sagtest, der Kult, die maskierten Männer, brachten deine Tochter in die Schluchten der Dikte-Hochebene. Es gibt dort sehr viele Schluchten.
Doch nur in einer ist Amara. Der Ort heißt Sakros. Es ist eine alte Ruine und das Lager der Maskierten. Ich gehe jede Nacht dorthin, in der Hoffnung, einen Blick auf Amara zu erhaschen. Doch es gelang mir nie. Ich fürchte, sie wird unter der Erde gefangen gehalten, ohne Tageslicht. Wie viele Männer hast du mit einem Lächeln und netten Worten in den Tod geschickt? Tausende. Mehr. Aber ihre Leben sind wertlos gegen meine Amara. Sie ist alles, was ich habe. Doch jetzt habe ich dich, oder? Du kannst sie aus den Händen dieser Malakes befreien. Sie ist deine Tochter. Du musst sie retten. Aber sie werden mich töten. Denkst du, sie will ihren Vater sterben sehen? Sie würde wollen, dass ihr Vater sie beschützt. Feigling. Es stimmt. Ich bin ein Feigling. Hat ihn gerade angerotzt? Ein Mann, der nicht mehr sein kann, als er ist. Mir ist das genug. Aber es reicht nicht, um Amara zu retten. Dafür brauche ich dich. Oh Gott. Oh Mann, Alter. Wir retten deine Tochter gemeinsam. Ich danke dir. Triff mich bei den Ruinen von Sakros auf der Dikte-Hochebene. Dort ist meine Tochter und dort muss ich hin. Diese maskierten Männer sind gut organisiert und furchtlos. Ihre größte Waffe ist keine Klinge, sondern unsere Gier. Verläuft schon nur drei Tage. Willkommen, Pefki, der Heimat des Minotauros und unserer weltberühmten Minotauros-Chitone. Chitone! Minotauros-Chitone! Eine Größe für alle. Ich verstehe nicht, wie eine Größe allen passen soll. Mein Name ist Arsenios. Wenn du wissen willst, wie du den Minotauros besiegen und zum bekanntesten Krieger der griechischen Welt werden kannst, ist diese Führung das Richtige. Es gibt keinen verdammten Minotaurus! Ich suche hier keine Ablenkung. Ich suche den Ruhm. Viele kommen auf der Suche nach Ruhm hierher. Aber nur wenige scheinen ihn zu finden. Möchtest du vielleicht meine Minotaurus-Führung mitmachen? Erfahre alle seine Schwächen, Ängste und Geheimnisse. Der erste Tipp ist umsonst. Seine Lieblingsfarbe ist rosenrot. Du verkaufst es gut, Kind. Dann mach deine Führung. Hast du keine Angst, dass dir jemand deine weltberühmten Minotauros-Chitone stiehlt? Wer denn? Die sind für Minotauren. Wie du an den Statuen sehen kannst, ist der Minotaurus ein furchtbarer Gegner. Also denk an diesen explosiven Tipp. Er hasst es, erstochen zu werden. Mit scharfen Gegenständen. Es heißt, das sei seine einzige Schwäche. Oh Gott. Sieh, eine lebensgroße Nachbildung des Minotaurus. Die tatsächliche Größe kann abweichen. Wo ist der Rest von ihm? Auf dem Hügel. Er entglitt den Arbeitern, als sie ihn aufstellen wollten. Zwei von ihnen starben. Sauber aufgeschlitzt von den Hörnern. Naja, nicht sauber. Klingt, als wären sogar Minotaurus-Statuen tödlich. Oh, die sind die tödlichsten. Ja, man das sagt, sogar Theseus sei von einer Minotaurus-Statue getötet worden. Ich kenne viele Geschichten über den Minotaurus. In den meisten klingt Theseus viel heroischer. Tja, Sparta ist nicht für seine gute Bildung bekannt, nicht wahr? Als nächstes behauptest du, die Medusa wäre echt? Setzen wir einfach den Rundgang fort. Hey, in Pefki ist der Held König. Also ich muss sagen, Medusa ist echt. Ich habe nicht gehört, dass wir gegen Medusa noch kämpfen. Hier ist noch ein nützlicher Tipp, den du bei keiner anderen Führung bekommst. Nur wenige wissen, der Minotaurus ist ein Morgenmuffel. Glaub mir, ich kenne meinen Minotaurus. Ich bin seit 27 Jahren Krieger aus der ganzen 27? Ehe, du bist nicht mal älter als 27, du bist 15 oder so. Bisher hat er sie alle besiegt. Aber ein frisch gepresstes Minotaurus-Huf-Elixier wird dir den Pep verleihen, den du brauchst, um zu triumphieren. Und lass mich raten, du hast etwas davon dabei, das ich kaufen kann. Wie Pater immer sagte, verlasse nie das Haus ohne den gemahlenen Huf eines mythischen Wesens. Ah. Nö, ich passe. Natürlich, natürlich.
Du bist nicht verpflichtet, einem armen Straßenjungen aus Pefki zu einem ehrlichen Einkommen zu verhelfen, um seine alte und kranke Großmutter zu retten. Wenn sie krank ist, warum hustest dann du? Ich bin sehr empathisch. Oh Gott. Das ist die dreisteste Lüge, die ich je gehört habe. Und ich lebte auf Kefalenia. Ja, gut. Ein Versuch war es wert. Jetzt komm. Es gibt noch so viel zu sehen. Ich raste aus, Alter. Ich sage nicht, dass ich für die Zerstörung der Minotaurus-Statue verantwortlich bin. Aber ich sage auch nicht, dass ich es nicht bin. Du sagst so viel Müll, Alter. Kannst du dich vielleicht mal beeilen, Digga? Ach nee, Alter. Und damit endet die Führung. Was, das war die Führung? Ich habe nichts über die Minotauros erfahren. Meine Kunden sind immer zufrieden. Bezahle bei meinen Partnern auf dem Weg nach draußen und genieße deinen restlichen Aufenthalt in Pelfki. Du bekommst nicht eine Drachme von mir. Nein, nicht eine. Ich bekomme sie alle. Pack ihn! Danke. Sehr gut, Krieger. Du hast den Überfalltest bestanden. Das schafft nicht jeder. Du hast dir einen extra Rabatt auf unsere weltberühmten Minotaurus-Chitone verdient. Oder, weißt du was? Heute hast du mir etwas gezeigt zum Thema Freundschaft. Und dafür werde ich dich bezahlen. Hier, ein paar Drachmen für eine sehr lehrreiche Führung. Es war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Hey! Ja. Wie lebt es sich so als Söldner? Ach, könnte schlimmer sein. 3500, ja. Kann ich dich vielleicht für etwas fermentierten Minotaurus-Dung interessieren, oder? Willst du es wirklich nochmal bei mir versuchen? Und du hast mit dem Pfeil eindeutig daneben geschossen. Leute, ich kann nicht mehr. Diese Dummkauferei, nenne ich es jetzt mal, ist ja so schlimm. Triple X is out. Grüßt eure Verwandtschaft. Frohe Weihnachten und ciao, ciao.